Ich würde auch eigentlich gerne mal das Soul Sand Valley weiter erkunden, aber das ist ja relativ gefährlich. Weil da gibt es so viele Ghasts und man kann hier auch nicht so schnell weglaufen. Und es gibt auch Skelette, wie man da hinten erahnen kann. So, den schlagen wir auch mal eben. Das geht zum Glück schneller mit Diamantschwert. Okay, Ghast sehe ich jetzt hier nicht. Aber ich werde trotzdem erstmal zurückgehen. Weil ich denke, fürs Erste haben wir ja schon so einiges. So, hier Lichtgeschwindigkeit, richtig. Oh, und weißt du, das ist ein bisschen Gold. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, kann das auch mal eben mitgenommen werden. Ja, ich habe leider keinen Platz. Obwohl, ich könnte hier die Treppen eben mal platzieren. So. Enderperlen könnten wir uns hier auch besorgen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich. Da wäre ich erstmal vorsichtig. So, aber hier würde ich auch mal ein bisschen Gold mitnehmen. So, und geht hier erstmal zurück. Auf die andere Seite. So, mal schauen. Und es ist schon wieder Nacht anscheinend. So, dann würde ich erstmal zurückkehren. Und dann können wir ja weiter gucken. Erstmal hier ein bisschen schlafen gehen. Also was ich ja gerne machen würde, wie gesagt, ich würde mir gerne so eine Farm anlegen. Und zwar eine Netherwarzenfarm. Und ich denke, dafür wäre doch der Keller ein geeigneter Ort. Das könnte man zum Beispiel hier so machen. Einfach so in der Ecke. Und das heißt, ich hole mir hier ein bisschen Stein raus und dann kommt hier gleich ein bisschen Seelensand hin. So, und die Riege kann auch nochmal eben abgerissen werden. Dann wird das hier alles schön zugepflastert mit dem Sand der Seelen. So, und hier kann man dann gleich die Warzen anpflanzen. Die dann hier auch hoffentlich prächtig gedeihen werden. Ja, und die müsste eigentlich noch größer, weil wir haben noch mehr Warzen hier. Die müssen in der Kiste sein. Ich glaube, die hole ich mal eben. Dann können wir die alle hier ja verpflanzen. So, und ich brauche natürlich noch hier noch mehr Seelensand. Wo ist denn hier der Sand? Der Sand der Seelen? Ja, wir haben nur 5. Okay, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Dann kann ich ja gar nicht alle hier verpflanzen. Ja gut, aber ich würde generell mal den Keller ein bisschen größer machen. Das ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. So, das heißt, die ganze Riege kommt hier eben mal weg. So, und hier wird der Stein auch mal eben abgerissen. Da gehen wir einfach hier ganz gnadenlos durch. So, hier kommt die Erde weg. Und hier kommt auch mal eben die Erde weg. So, und hier ein bisschen Erde, hier ein bisschen Erde, hier ein bisschen Erde. So, muss ja nicht übertrieben groß sein, aber genug Platz sollte schon da sein. So, dann kommt hier gleich ein bisschen Seelensand hin und dann verpflanzen wir auch mal die restlichen Warzen. So, und den Rest legen wir einfach in der Kiste ab. Zum Beispiel hier. Und aus den Goldklumpen könnte ich mir gleich noch ein paar Barren craften. Ja, beziehungsweise nur einen Barren. Und der kann ja auch mal eben in die Kiste. Dann hier Goldklumpen, Netherrack und die ganzen Rossharnische. Netherkarz brauche ich gerade auch nicht. Stein wird auch mal eben abgelegt. Ja, ich könnte mir auch ein bisschen Knochenmehl machen. Weil Knochenblöcke haben wir ja jetzt massig.
Und mit denen kann ich hier das Feld auch mal schön hochzüchten. So, und mit dem ganzen Weizen könnte ich mir dann auch ein paar Tiere holen. Zum Beispiel ein paar Kühe, daraus könnte ich mir dann so Bücher machen und sowas. Also aus dem Leder natürlich. So, das wird erstmal hier schön gedüngt, das ganze Feld. So, und ich bräuchte noch ein bisschen mehr Knochenmehl. Soll ich nochmal erstmal hier so ein 63er Stack. So, hier noch ein bisschen und 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 jetzt hier noch ein bisschen. Dann kommt das hier alles voll mit Weizen. So, und das hier, dann haben wir das ganze Feld voll gedüngt. Dann können wir auch gleich mal ernten. Und da sollte die Ausbeute doch schon ganz gut sein, denke ich. So, dann räumen wir hier das Ganze weg. Und hier wird auch mal eben alles weggeräumt. So, und dann natürlich auch hier nachgepflanzt. Und mit dem Weizen hole ich mir dann später ein paar Kühe ran. So, hier kommen ein paar Körner hin. Hier noch ein paar Körner, hier noch ein paar Körner. Da kommt das ganze Feld erstmal voll. So, die restlichen Körner werden dann erstmal hier abgelegt. Und ich habe hier drei Leder. Ach, wahrscheinlich, weil ich hier Kühe getötet hatte. Daher muss es wohl kommen. Ja, ich könnte mir, wie gesagt, ein paar Tiere holen, aber ich bräuchte dann erst einen Zaun, wo ich die einzäunen kann. Was heißt, dass ich mir jetzt ein bisschen Holz holen müsste? Aber erstmal räume ich hier so ein bisschen Erde weg, einfach nur, damit es schöner aussieht. So, dann kommt der kleine Hügel hier erstmal weg. Und dann haben wir eine größere flache Ebene hier. So, das kann man hier so ein bisschen durchziehen. Ja, fürs Erste könnte man das so bis hier machen. Dann ist es ja auf einer Linie mit dem Eingang. So, das hier kommt weg, das hier kommt weg, das hier kommt weg, das hier kommt weg. Da kommt hier die ganze Erde einfach mal weg. Und dann würde ich erstmal hier den Weizen in die Hand nehmen und erstmal ein paar Kühe holen. Obwohl, ich bräuchte noch Holz. Ich glaube, erstmal würde ich hier den Zaun bauen und dann würde ich mir hier die Kühe holen. So, dann kommen hier noch ein paar mehr Bäume weg. Wird der ganze Wald hier einfach abgerodet. So, das kommt ja auch mal eben weg. Und da hinten die Bäume, die müssen auch mal dran glauben. So, und der hier, der kommt auch mal eben mit. So, 25 Holz haben wir schon. Den Monsterbaum, da würde ich erstmal lassen. So, und dann mal schauen, wie viele Zäune wir daraus bekommen. So, hier Sticks habe ich ja. Dann crafte ich mir erstmal hier ein paar davon. So, und hier noch ein bisschen. Und dann bräuchte ich wieder ein paar Sticks. So, die haben wir jetzt auch. Und einen Zauntorn bräuchte ich ja auch noch. Ich meinte hier Zauntorn natürlich. So, und das Zauntor, das kann natürlich auch mal eben hier angefertigt werden. So, eins sollte für den Anfang reichen, glaube ich. So, die Werkbank kommt auch mal mit. So, und die Zäune würde ich dann erstmal hier verbauen. Ein bisschen. Dann kann man hier so eine kleine Fläche einzäunen.
Das könnte dann bis hier gehen. Das muss ja jetzt nicht allzu groß sein. Und ja, hier kann man dann so einen Eingang einlegen. Aber Mist, das ist jetzt natürlich nicht symmetrisch, oder? Lass mal gucken. 1, 2, 3 und hier haben wir 4. Das ist natürlich jetzt auch nicht so toll. Ich glaube, dann würde ich das doch noch um einen verbreitern. So, das heißt, die ganze Regel, die kommt hier erstmal weg. Und dann machen wir es um einen breiter. Also die Ästhetik spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Die darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Und hier müsste dann das Zauntor hinkommen und hier noch ein paar Fackeln zur Dekoration. Ich könnte mir eigentlich auch mal ein paar Laternen machen. Denn Eisen habe ich ja jetzt und Fackeln habe ich natürlich auch. So, hier erstmal ein paar Eisennuggets und Fackel, die brauche ich natürlich auch noch und die habe ich ja auch. So, und dann erstmal hier ein paar Laternen. 7 an der Zahl haben wir dann. Mit den Laternen hatte ich auch so einiges vor, unter anderem natürlich die Ausgestaltung des Balkons. So, die Fackeln ersetze ich dann erstmal durch 2 Laternen hier. So, hier kommt auch eine hin. Und dann sieht es hoffentlich ein bisschen schöner aus. Ja, und Laternen, die dürfen beim Zaun natürlich auch nicht fehlen. Man kann dann hier so 2 Laternen hinmachen. Das verleiht im Ganzen dann noch den gewissen Charme. Ach Mist, Fackeln habe ich ja keine mehr. Ja gut, aber ist ja auch egal. Jetzt, da wir das ja haben, würde ich mir erstmal ein paar Kühe holen. Das habe ich ja schon angedeutet. Und das machen wir einfach mal. Zum Beispiel du kommst mal eben mit. So, hier immer schön rankommen. Lecker Weizen. Nur für dich natürlich. Für niemand sonst. So, die Sonne geht auch gerade unter. So, und wir haben unsere erste Kuh. Ja, Weizen gibt's später. Kannst hier erstmal ein bisschen warten. Ja, ich würde gern hier Fackeln mitnehmen. Das mache ich auch mal eben. Und die Fackel, die setze ich mal eben dorthin. Ja, da kannst du hier schön rausgucken. Ne? Also dieser Zwinger, der ist nur für dich da. Und natürlich noch für andere Kühe, aber später. Ne? So, jetzt würde ich erstmal ein bisschen schlafen gehen. Denn draußen ist es doch schon relativ dunkel. Das heißt, erstmal sage ich gute Nacht. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So ein bisschen Zeug könnte ich ablegen. Aber allzu viel Platz haben wir in der Kiste gar nicht mehr. Obwohl hier denn die Zäune brauche ich gerade auch nicht. Und ich habe jetzt keinen Platz mehr, was auch nicht so toll ist. Habe ich ein bisschen Holz für Kisten zufällig? Sehe ich gerade nicht. So ein bisschen Brot kann man eben mal mampfen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. So, aber ich brauche hier noch ein paar Kühe. Vielleicht waren da oben ja noch mehr. Lass mal eben gucken. Hier sehe ich jetzt keine. Aber ich glaube, links hatte ich eine Kuh gesehen. Genau, dort unten war ja eine. Ja, du kommst natürlich auch mal eben mit. Immer schön herkommen. So, hier lecker Weizen natürlich. So, immer schön hier dem Weizen nach. Hallo, hier ist Weizen, der ist super lecker. Ne? Also da gebe ich auch Garantie drauf, dass der lecker ist. So, und kommen sie eben mal schön rein. Dann haben wir jetzt schon hier unser erstes Paar. Dass wir natürlich auch ganz fachmännisch hier paaren können. Und den Nachwuchs, der kommt dann auch mal gleich. So, da ist der Nachwuchs hier. Den Fortschritt Hühnchen und die Blümchen, ja, wunderschön. Und die folgen uns natürlich alle auf Schritt und Tritt. So, und mal schauen, ob wir doch mehr Kühe finden.
gucken wir einfach mal. So, ich glaube, in der Richtung waren noch ein paar. Lass mal eben gucken. Okay, hier sehe ich jetzt keine Kuh. Also müssen wir vielleicht doch woanders gucken. Okay, ich schaue mal in der anderen Richtung. Einfach mal gucken, ob wir da noch mehr kriegen. So, hier in Richtung des Portals schaue ich mal eben. Hier haben wir ein kleines Wäldchen und das durchforsten wir mal eben. Da war ein Hühnchen. Haben wir auch ein Ei bekommen. Aber ich sehe hier leider noch keine Kühe. Okay, also kuhmäßig sieht es hier recht spärlich aus. Ja, hier sehe ich weit und breit keine Kuh. Das ist jetzt auch nicht so toll. Ja, hier. Aber da, das ist eine coole Sicht. Das ist ja mal ein Glück. So, du kommst natürlich auch mit. So, kommen Sie mal eben lang hier. So, immer schön rankommen. So, dann geht es hier erstmal über den Hügel. Da hinten müsste ja schon unser Häuschen sein. Dann bauen wir uns jetzt hier schön mal eine Kuhzucht auf. Hallo, hier ist lecker Weizen. Kommen Sie mal eben mit. Also, das garantiere ich, dass er lecker ist. Also, ne, müssen Sie nicht misstrauisch sein hier. So, immer schön mitkommen hier. Lecker Weizen. Nur den feinsten Weizen. Leider habe ich keine Leine. Sonst wird das, glaube ich, ein bisschen schneller gehen. So, eben mal rankommen. Ich glaube, da hinter dem Hügel, da war unser Haus. So, immer schön langkommen. Und dort ist unser Häuschen. Der Weg ist also nicht mehr weit. Hier, lecker Weizen. Hier, können Sie mal eben mitkommen. Ist immer so ein bisschen nervig mit dem Tiere anlocken hier. Die kommen immer so leicht hier vom Weg ab. Also vom rechten Weg. Ach Mist, jetzt haben wir das Schaf. Das soll ja natürlich nicht mitkommen. Ja, aber du sollst mitkommen. Komm mal eben mit hier. Und das Schaf, das kommt natürlich auch mit. Das ist jetzt nicht so optimal, aber vielleicht können wir die ja noch trennen. So, aber erstmal kommen sie hier hin. So, mal schauen, vielleicht geht das Schaf jetzt weg. Dann haben wir natürlich Glück gehabt. Ja, oder ich schieb's einfach mal weg hier. Ja, und es geht auch freiwillig weg. Okay, ja. Da muss ich ja gar nichts mehr machen. Ah, Mist. Ah, Mist, es ist entkommen. Und du sollst nicht mit rankommen. Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Kriege ich das Schaf hier nicht irgendwie weg? Okay. Haben wir es noch geschafft? Vielleicht kann ich dir paaren hier. Ja, das geht leider nicht. Dafür müssen wir noch ein bisschen warten. So, und ich glaube, damit würde ich zum Ende der Aufnahme kommen, weil ich habe heute leider nicht allzu viel Zeit, was bedeutet, dass das eine kürzere Aufnahme wird. Sollte für 3 Folgen reichen. Ja, insofern sehen wir uns dann in der nächsten Folge und damit war es das für diese Aufnahme. Und ich würde mal sagen, ciao und tschüss.